Schmeckt gut. Pferdefleisch ist ganz sicher keins in diesem Würstchen. Inzwischen, so denke ich, hat der Handel wohl alle Regale freigemacht von Produkten, in denen sie Pferdefleisch hineingeschwindelt haben. Der Betrug mit Lebensmitteln kommt vor allem vom harten Preiskampf in dieser Branche. Und schuld an diesem sind auch wir Kunden, weil wir meist das Billigere bevorzugen und weniger auf Qualität schauen. Die Säuberung der Regale in den Geschäften lässt mich an die Regale meiner Seele denken. Ich müsste diese reinigen von so manchen Unwahrhaftigen, von bösen Gedanken und von respektlosen Handlungen, die sich da angesammelt haben. Das gelingt mir einerseits, wenn ich mich bemühe, mit ganzer Kraft ehrlich und freundlich zu sein. Und andererseits hilft mir mein Glaube. Denn ich glaube an einen Gott, der meine Seele reinigt, weil es ein Gott ist, der Sünden vergibt. Und zu diesem Glauben ermutigt mich Franziskus von Assisi, der an seine Brüder einmal geschrieben hat: Wir wollen nichts anderes ersehnen als unseren Schöpfer und Erlöser und Retter, bei dem volle Vergebung ist für alle, die bereuen.